Willkommen in der Gärtnerei Schubert. Mein Name ist Andreas Falder und wir wollen uns heute ein paar Frühjahrspflanzen angucken, die jetzt momentan in der kommenden Saison aktuell sind. Dazu gehören zum Beispiel bekannte Primeln in allen möglichen Sorten und Farben, die es da gibt. Ranunkeln, die etwas weniger Frost aushalten, genau wie die Primeln, aber ein fantastisches Blütenspiel bringen bis in den Mai hinein. Ranunkeln brauchen ordentlich Dünger, damit sie lange durchhalten und sollten allerdings noch vor stärkerem Frost geschützt werden. 2 Grad minus wäre so fast die Schmerzgrenze. Freie Pflanzungen in Anlagen und auf dem Friedhof sind riskant, aber vor der Haustür auch mal schnell weggenommen abends ist kein Problem. Dankbare Frühjahrsblüher mit denselben Ansprüchen sind die Tausendschönchen. Auch hier ordentlich Dünger, regelmäßig gießen, vor Frost etwas schützen, A2, 3 Grad minus, auch die Schmerzgrenze hier. Ein kleines Highlight sind auch die Schachbrettblumen für unsere Familie der Kaiserkronen. Eine Pflanze, die nach der Blüte gerne in den Garten kann, wie die meisten Frühlingszwiebeln. Und erfreuen uns durchaus auch viele Jahre. Und ich finde das mal echt was Cooles. Auf einer Knospe sieht man das Schachbrettmuster auch richtig gut. Topftulpen gehören wie die Hyazinthen zu den richtig harten Gesellen. Botanisch kurz gezüchtet, maximal so 20 cm hoch, gibt es in vielen verschiedenen Sorten, leer, gefüllt, gepflanzt und dann ab hinterher in den Garten. Wenn die Mäuse nicht kommen, haben wir vielleicht Glück im nächsten Jahr. In circa 1-2 Wochen kann man hier schon die Blüten bestaunen, ähnlich bei den Hyazinthen, die hier noch ganz weit zurück. Hier mal ein Muster, wie sie blühen könnten, rot, weiß, rosa, blau, lila. Es gibt da viele verschiedene Farben. Traubenhyazinthen in Blau, sie gibt es an Weiß und in Rosa, sind auch dankbare Zwiebelblume und halten gut durch, halten viel Kälte aus. Genauso wie Narzissen. Es gibt niedrige Sorten wie diese, auch hohe. Und da kann der Frost absolut nichts anhaben. Stiefmütterchen, Hornpfeifen, hier die großen, sind richtig knallhart gezogen im Winter. Ohne Heizung, das Gewächshaus ist offen, nur Dach drüber, da kann gar nichts passieren und da kann niemand ängstlich sein, da passiert nichts. Manche Sorten, die etwas länger werden, eignen sich auch gut für eine Ampelbepflanzung, die dann später auch richtig überhängen. Das sind eigentlich die dankbarsten mit dem maximal besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Also, und das Vorspiel ist einfach sowas von umfangreich. Ich kann drüber staunen und ich finde es richtig toll. Die Sorte heißt hier Cats, weil sie halt die Streifen haben wie der Schnauzbart von der Katze. Hier ist zum Beispiel ein Canange, ein flammendes Kätzchen, eine Wildform mit einer fantastisch schönen Blüte. Gibt es leider eigentlich nicht im Handel, nur für die Hobbygärtner und auch bei uns, weil halt mir was anderes auch Spaß macht. Wir freuen uns auf Sie, wenn Sie was Schönes finden bei uns und das soll Ihnen Freude bereiten, Spaß und wir haben jederzeit offen, wenn Sie kommen. Erleben Sie ruhig eine Gärtnerei des alten Stils.